Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Es gibt mal wieder ein Messer und dieses wurde mir zur Verfügung gestellt, wie die meisten von Tagfors, von einem guten Händler, und zwar dem, der hier dieses Messer anbietet. Ich darf es behalten, dafür, dass ich das Video mache, bezahlt werde ich nicht. Also, ob man das Product Placement bezeichnet, keine Ahnung. Ich kennzeichne es hiermit und es kostet 14,99 €. Wenn ihr es auch kaufen wollt, das ist natürlich äußerst günstig. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich habe nur noch mal reingeguckt, ob es auch drin ist, damit sonst kein komischer Effekt im Video entsteht, wenn dann dort ein Kugelschreiber drin ist oder so. Nein, es ist wirklich drin, aber ich habe es noch nicht geöffnet oder angeschaut. Deswegen wird das jetzt gleich zum ersten Mal geschehen. Hier steht dann noch einiges da. Also ist halt bei eBay. Habe euch mal noch ein paar ähnliche bei Amazon verlinkt. Viel Spaß da beim Shopping, sind auf jeden Fall sehr günstige Produkte in diesem Fall. Also 14,99 €, da kann man natürlich nicht viel erwarten. Vielleicht bekommen wir aber viel. Werden wir ja sehen. Also, Tagfors ist sehr bekannt, was diese wirklich günstigen Dinger angeht. Made in, was ist das? China? Kenn ich gar nicht. So, Tagfors Speedster Model, also mit Federunterstützung wahrscheinlich. Ist ein Rettungsmesser und deswegen darf man es mitführen, soweit ich weiß. Falls nicht, klärt mich auf, aber bitte auf keinen Fall sachlich, sondern grundsätzlich nur beleidigend, sonst ist es keine gute Aufklärung. Ask your local retailers for other quality Tagfors knives. Quality. Okay, custom designed in USA. Na klar. So, wie lange rumschnacken hier mit der Verpackung? Das ist es. Oh. Ja, im Titel auf eBay stand er schon mit LED. Und ja, wir haben eine kleine Taschenlampe dran. Ich finde das schon ziemlich cool. Okay, auf den ersten Eindruck sieht es aus wie, wenn man an der tschechischen oder polnischen Grenze am Stand so in sich gönnt. Aber wie gesagt, 14,99 € ist natürlich für so ein Messer nichts. Das wisst ihr ja alle. Okay, so ist das erste Mal, dass ich es geöffnet habe. Das ist normal. Das ist wirklich normal. Okay, beim zweiten Mal, das ist dann nicht mehr so schön. Beim dritten Mal auch nie. Die Geräusche, ich kacke mir in die Hosen. Na gut, dann spielen wir es nochmal über den Pin. Ich mag die Pins nie. Also wenn ich ein Messer öffne, dann immer über das Ding. Hinten. Okay, ein bisschen Schwung noch geben. Dann hat es funktioniert. Ich probiere es nochmal ohne Schwung. Okay, jetzt funktioniert es auch. Also, dieses Hin- und Her-Geratsche war jetzt nicht sinnlos. Hat sich zwar ein bisschen lustig angehört, aber das lockert das Ganze halt. Ein bisschen Öl muss hier ran, also Fett. Dann geht das alles noch ein bisschen besser. Aber es funktioniert. Oh, Alter, hört euch mal das Geräusch an. Geil. Auf jeden Fall. Geil. Okay, Klinge ist aber wirklich hervorragend zentriert, also wenigstens das ist sehr löblich. Und ein Glasbrecher, also kann man hier Scheiben damit einschlagen, sehr einfach. Hier noch meine Öse, was schon auffällt, ah, Metall, Aluminium ist es nicht offensichtlich. Hier steht nochmal Firefighter, also Firefighter heißt eigentlich so viel wie Feuerwehr. Also ist das für einen Feuerwehrmann gut geeignet? Also Firefighter heißt Feuerwehrmann im Prinzip übersetzt, aber naja, wenn das ein Feuerwehrmann in der Ausrüstung hat, dann wird er wohl nicht viele Leben retten. Hier haben wir noch einen Gurtschneider hier drin. Also da kann man Autogurte sozusagen aufschneiden. Also zerschneiden, wenn die ja, Insassen daraus befreit werden müssen. Naja, man kann hier das mit Torx-Schrauben auseinander machen, wenn man möchte. Clip, aber oh, klasse, krank. Also den Clip kriege ich nicht hochgebogen, der ist wirklich extrem hart, beziehungsweise fest eingestellt. Wer das mag, okay. Ich mag das nicht so, ich mag es eher, wenn die weich sind. Okay, jetzt sieht man hier ein bisschen was Mystisches. Und zwar, ich zeige es einfach mal am Papier. Hier dränge ich gerade mit dem Papier zwischen die Teile des Messers ein. Das ist natürlich ein bisschen mystisch. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vielleicht seht ihr es jetzt nochmal richtig.
die Lücke hier ist ein bisschen groß. Naja, sind wir auf den ersten Eindruck. Naja, hält auf jeden Fall. Wir haben hier so eine Art Blue drinnen, naja, was auch immer. Daumenpins auf beiden Seiten, also für rechts und links hätte er geeignet. Naja. Oh, na gut, spitz ist es. Hier ist ein kleiner Verarbeitungsfehler an der Klinge. Jetzt werde mal scharf, du blödes Stück. Okay. Naja. Jetzt nicht ganz so hochwertig gemacht. Hier halt klassischer Rettungsmesser. Tactical Schliff. Tech for Speedster Model. Dann hier die Klinge. TF-835 Stainless USA Design Handmade in China. Okay. Ja, und hier hat Liner Lock, kennt ihr, wenn man den runter bzw. nach links drückt, kann man die Klinge wieder ja, einziehen. Okay, testen wir mal die Schärfe der Klinge an diesem miesen Drecksack hier. So. Naja. Okay, also das ist, da kann man nicht schönreden. Also da kann man mir auch 5000 Euro bezahlen, damit ich es mir so vorstelle. Da kann ich trotzdem nichts schönreden. Aber ja, ich denke, dass dieser Test spricht für sich. Mal gucken, was dieser Gurtschneider hier macht. Der auch was geschnitten bekommt. Naja, okay, also, naja gut. Ich habe jetzt nichts anderes zum Schneiden, aber durchs Papier ist dieser Gurtschneider nicht gekommen. Ja, ich lasse das mal so im Raum stehen, wie ein Furz, den ich hier heimlich aus meinem Rektum kriechen lasse, während das Video läuft. Ja, ihr habt es nicht mitbekommen. Okay, das ist die Taschenlampe. Das ist wirklich sehr sexuell. Was ist das? Na gut, okay. Kann man jedenfalls so schön abklappen, wenn man das unbedingt möchte. Sagt mir jetzt nicht, dass hier keine Batterien drin sind. Ach hier. Ah, okay. Also hier unten ist auf der Batterie nochmal so eine Folie drauf, damit das Ganze nie entlädt. Okay. Jetzt wird das Ganze erst aktiviert, also die Taschenlampe. Und sie funktioniert. Jawohl. Wie ihr seht. Wir machen mal kurz die Scheinwerferless hier aus. Das ist natürlich nicht komplett dunkel im Raum, aber ihr seht es. Ist halt praktisch auf jeden Fall, wenn man ja, die Klinge beleuchten will, beziehungsweise das, was man auch schneiden will, beleuchten möchte. Das ist wirklich praktisch. Also das finde ich eigentlich sehr geil. Da ist hier so eine Lampe drin. Das ist das erste Messer, was ich hier gesehen habe in dieser Ausführung. Da kann man halt wirklich auch im Dunkeln dann ja, Armor klaufen oder marodieren. Aber naja, zum Retten von Leuten, na gut. Aber halt ist eine Taschenlampe dran. Auf jeden Fall besser als keine. Und die funktioniert, da beschwere ich mich auf keinen Fall. Denn die Lichtleistung, was aus dem kleinen Ding kommt, ist eigentlich ganz okay. Sicherlich kann man das allem mehr rausholen, aber ich denke für 14,99 € bekommt man hier halt, ja, wie soll ich sagen, eine nette Spielerei. Also ich sag mal, es ist ein Spielzeug, ja. Es ist vielleicht was für die Vitrine, sowas, was außergewöhnlich ist, weil so ein Messer mit so einer Lampe dran habe ich auch noch nie gesehen. Aber am Ende ist es halt wirklich auch für meinen Geschmack zu billig. Ich bin ja auch ein großer Freund von diesen Bökermessern für so 20 bis 30 Euro, aber das ist dann halt schon, naja. Wenn das halt dann nicht scharf ist und, naja, hört euch das nochmal an, dann ist das nicht so toll. Ja, also könnt ihr mir nochmal eure Meinung über das Messer in den Kommentaren schreiben. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es schlecht ist, weil 14,99 € mit Taschenlampe und so, da kann man einfach nicht mehr erwarten. Aber das wäre mir persönlich jetzt zu wenig. Egal, also ungeachtet dem Preis, so mies darf es nicht sein. Okay, da sind wir ja schon mal fast bei 10 Minuten und ich mache aber vorher mal Schluss, oder? Nein, ich brauche das Geld.
Geld. Bis bald, euer Max Herzberg.